Ein paar Gedanken zum heutigen Tag. Wissen ist Macht, nichts wissen macht auch nichts. In den vergangenen Jahrzehnten, 100 Jahren, gut 100 Jahren, haben wir ein immenses Potenzial an Wissen angehäuft. Man weiß über so viele Dinge Bescheid, kann Dinge messen, wissenschaftlich auseinandernehmen. Und das geht immer so weiter und es geht sehr, sehr schnell voran. Diejenigen in der Schule oder auch die aus der Schule schon lange raus sind, wissen, man muss lernen, dass man etwas weiß. Und als Schüler beklagt man sich immer, man muss so viel lernen, was man gar nicht mehr braucht im Leben. Ja, und so schaut es auch aus. Man lernt so viele Dinge und so viele Dinge braucht man nicht. Wissen ist gut. Zu viel Wissen, ja, kann dazu führen, dass der Geist verstopft. Oder wenn man viel Wissen hat, denkt man auch viel nach. Und viel Nachdenken führt den Menschen in die Vergangenheit oder in die Zukunft und fernab des Moments im Hier und Jetzt. Und was man vor allen Dingen vergisst, ist, dass der Körper auch ein Wissen hat. Der grobstoffliche, der feinstoffliche hat ein Wissen. Einmal in Form von wissenschaftlich, würden wir sagen, DNA, DNS. Und im Energetischen sowas wie Karma, das hängt auch noch mit dran. Und der Körper hat ein intuitives Wissen, das durch den Intellekt meist verdrängt wird. Man weiß so viel, der Nachbar ist so und so, der Chef ist so und so, mein Partner ist so und so. Man glaubt immer so viel zu wissen. Man glaubt zu wissen, was man alles weiß oder nicht weiß. Und wenn man dann mal so irgendwie bei jemand anders ist, vielleicht ein Therapeut oder ein Heiler, und er erzählt einem Dinge, wo man nie gedacht hat, dass man so und so ist, dass man so und so denkt, weil man im Denken immer begrenzt ist. Das ist so. Und dann versuchen manche auch, das Wissen über das Göttliche, über das Kosmische mit dem Hirn zu erklären. Das funktioniert gar nicht. Warum muss man solche Dinge erklären? Der Körper hat also auch ein Wissen. Das Wesen, nicht nur das Gehirn, kann wahrnehmen, Wissen speichern. Jede Zelle hat Wissen gespeichert, eben in Form von DNS, DNA auf der körperlichen Ebene oder das Karma in den Energiekanälen, in den Chakren. Und das Wissen, wie schon erwähnt, des Körpers wird oft übergangen. Der Mensch fragt sich beispielsweise, ja, was muss ich denn essen? Was ist gesund? Ja, weiß das der Mensch nicht mehr, was gesund ist? McDonald's ist mit Sicherheit nicht gesund. Das weiß man mit dem Intellekt auch. Aber dann, welche Nahrung ist gut? Raffinierter Zucker, Vollwertzucker, brauner Zucker, Vollkornnudeln, weiße Nudeln, was ist gesund? Man versucht es immer mit dem Intellekt zu erklären und weiß gar nicht mehr mit dem Körper, welche Nahrungsmittel sollte man gar nicht essen. Und dann isst man zum Beispiel, sagen wir, Kraut und das bläht einen völlig zusammen und man sagt sich, ja, das ist gesund, steht in dem und dem Buch. Ja, aber wenn ich merke, ich kriege doch Blähungen. Warum muss ich es dann essen? Dann kann es ja nicht gut sein. Ja? Warum muss man natürlich schauen? Ist das Nahrungsmittel nicht gut oder ist mein Darm nicht in Ordnung? Meine Verdauung nicht gut? Das ist natürlich wieder was anderes. Doch viele Dinge weiß man doch intuitiv. Wenn der Tiger kommt, muss ich nicht überlegen. Ah, der hat Krallen, der schaut so gestreift aus. Es könnte, ich muss mal googeln, ein Tiger sein, muss ich weglaufen? Nein, der Körper weiß es. Entweder er geht in Kampfstellung oder er rennt fort. Im dümmsten Falle stellt er sich tot. Ob man dann beim Tiger eine Chance hat, ist wieder was anderes. Aber der Körper,
Das Wesen hat ein Wissen und ein viel tieferes und viel umfassenderes und effektiveres Wissen. Und dieses Wissen ist integriert und das wird sofort umgesetzt. Doch das Wissen ist oft wie, ja, sag mal, verstopft. Die Energiekanäle, die Wahrnehmungskanäle sind eben verstopft. Und besonders das Denken übergeht diese Intuition des Körpers, was wir tun müssen, handeln. Man kann auch so viel lernen. Wenn der Tiger kommt, musst du das und das machen. Oder Selbstverteidigung, da musst du diesen Hebel machen. Und wenn er so schlägt, mach so. Ja, mach das mal, wenn einer mit dem Messer vor dir steht. Das ist ganz anders. Das muss man ja schon live erleben. Der Körper hat also dieses Wissen. Und trotz allem wird das Wissen durch das Hirn, das Denken, vielleicht weil es oben sitzt im Körper, übergangen. So, die Empfehlung, kümmere dich wieder um dein inneres Wissen. Denke nicht so viel, sondern handle. Gerade in der jetzigen Zeit, wo man sehr unsicher ist, was passiert, was ist richtig, soll man dies machen, soll man das machen. Das sind Zeiten, die kommen immer wieder, nur in einer anderen Form. Und durch dieses ganze Wissen, was man angehäuft hat, hat sich im Wesen des Menschen nicht viel verändert. Denn der Mensch hat immer noch Angst, ist immer noch unsicher, hört immer noch nicht auf sich selbst, sondern auf andere, weil sie scheinbar mehr im Hirn haben. Ja? Und da gilt es wieder, davon abzukommen, nicht ganz weg vom Denken. Wir brauchen das. Wir brauchen auch wissenschaftliche Informationen für unser Leben. Doch das andere Wissen ist viel tiefer. Das so, die meisten dürften das Bild mit diesem Eisberg kennen. Das Bewusstsein ist so der Eisberg, den das Schiff von oben sieht. Und das, was unter dem Meeresspiegel ist, ist ja noch viel tiefer, noch wesentlich tiefer. Das kann man gar nicht erahnen, wie viel Wissen der Mensch in seinem Inneren hat. Drum kümmere dich natürlich um den Eisberg von oben, dass du mit dem Schiff nicht dagegen fährst. Aber schau auch, was ist unter der Wasseroberfläche. Und wenn man das Denken mal ausschaltet durch Übungen, dann kommst du immer mehr an dieses unterbewusste Wissen und die Intuition für das, was für dich persönlich gut ist. Nicht was andere sagen, sondern was für dich individuell richtig ist. Ja, danke fürs Zuhören.